Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind jetzt hier in der Fischfabrik. Ich habe mittlerweile meinen Valentine wiedergefunden und habe ihm mal schnell sich in die Powerrüstung stecken lassen. Aus dem einfachen Prinzip, die Powerrüstung ist mir zu langsam. So, mal hier. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Gutes finden. Ein Bleistift! Wollte ich gar nicht mitnehmen. Ach, sehr ruhig. Uninteressant. Abgase, was ist los? Ich komme mir hier draußen vor wie eine wandelnde Zielscheibe. Hä? Geht doch. Das wär's. Meine Fresse. Wie schön. Guck mal, was da so Sache ist. Oh, falsche Taste. Import, Export. Okay. Nur Nebeninformationen. Was ich ja ganz interessant finde, da muss es ja auch Leute geben, die das alles schreiben. Also, ich das so ausdenken. Dieses ganzen Nebendatensatzgegröße. Bestimmt auch ein cooler. Da oben kommst du rein. Grundkuchen. Nee, ich will die Grundkuchen. Darunter wäre ganz interessant, ne? Und ich wüsste auch einen super Weg, wie ich da runterkomme. Komm mal her! Hey! Schieß los! Na. Nick! Stimmt was nicht? Du musst aus deiner Powerrüstung raus. Na klar doch! Mega. Wusste ich doch, dass das funktioniert. Von hier bekomme ich sie nicht auf. Von der anderen Seite festgekettet. Hmm.
Blaues Licht ist cool. Das geht doch noch. Komm! Das kann jetzt echt nicht sein. Cool. Ey, das ist beim Einsteigerschloss mit die Dinger am meisten abbrechen, ey, das ist. Unklar. Geschafft. Halt, jetzt hab ich Züge vergessen. Seltsame Typen, die hier rumrennen. Was haben die hier gemacht, ist die Frage. Das ist ein Loch im Tisch. Verdammt. Ich dachte, ich schaffe den Sprung. Dann kann ich mich hinten nochmal umgucken. Die alle ausgelöscht, die sieht man. Da ist ein Raider. Ah, guck mal. Bingo. Hat sich doch gelohnt, hier reinzugehen, aber sowas von. Wo hier gleich meine Moon alle ist bei der Waffe. Muss ich mal neue kaufen gehen.
Wie geht das, dass meine Munition hier wieder ausgeht? Das, weil ich die ganze Zeit nicht sammelt, wahrscheinlich deswegen. Wollen wir mal gucken wegen dem Legendary-Typen. Ist da hier oben irgendwo geplättet? Da komme ich da ran? Nee! Scheiße. Mist. Mist. Ich kann da drauf springen. Naja, guck's nicht drauf. Schade. Naja, egal. Ich hab das Magazin, was ich wollte, und damit ist gut. Guck mal, geh. Soll ich noch das Terminal. Ach komm, ich probier jetzt noch schnell das Terminal zu hacken. Die Erfahrungspunkte, das war, wo war denn das Terminal? Da. Der Seite. Samba! Ja! Ja, bewundert mich. Ja. Das hat ihm auch gefallen, wenn ich die Leute aktiviere. Ich schütze und diene. Das ist schön. Du musst hier wieder rausgehen. Ich glaube, wir müssen reden. Okay. Hey. Ich höre dir aufmerksam zu. Hast du nicht gesagt, wir müssen reden? Hey, Valentine. Hast du jetzt Zeit zum Reden? Bist du sauer? Fragezeichen. Stimmt etwas nicht? Du hörst dich aufgebracht an. Was? Oh, nein, nein. Wir reisen nur schon so lange miteinander. Und ich dachte mir, dass unser Informationsfluss etwas einseitig ist. Ich weiß einigermaßen über deine Schmutzwäsche Bescheid. Aber du weißt noch immer so gut wie nichts über mich. Ich dachte mir, ich bringe das mal ins Lot. Also, gibt es etwas, was du wissen möchtest? Was weißt du noch über das Institut? An die Zeit damals erinnere ich mich kaum noch. Aber hin und wieder kommt etwas zurück. Mein Leben im Institut war sehr isoliert. Eine einzige Testkammer war über Jahre meine gesamte Welt. Und immer wurde ich beobachtet. Eines Tages wachte ich auf der anderen Seite auf. Und das war's schon. Du bist jetzt frei. Ist vielleicht ein Spion? Willkommen in der schönen neuen Welt, in der solche Leute leben. Was hat es mit den Klamotten auf sich? Als ich die Agentur gründete, dachte ich mir, dass ein Detektiv so etwas tragen sollte. Ich habe ein paar alte, schwache Erinnerungen aus der Vorkriegszeit von Kerlen, die so angezogen waren und tun, was ich tue. Ich dachte mir, dass Hut und Trenchcoat den Leuten zeigen, dass ich es ernst meine. Kleider machen Leute und so. Dachte mir wohl, dass ich so der Mann werde, der ich sein wollte. Okay, wer bist du, Nick? Nach der Antwort auf diese Frage suche ich selbst schon verdammt lange. Ich weiß, dass ich ein Synth bin. Echte Institutshandarbeit. Aber ich bin immer noch mechanisch. Nicht genmanipuliert wie die schicken Synths, die heute ihr Unheil treiben. Ich gehe in die Werkstatt,
nicht zum Arzt. Aber meine Erinnerungen, meine Persönlichkeit gehören einem Polizisten, der sich vor dem Krieg zu einem Experiment bereit erklärt hat. Sie haben sein Gehirn eingelesen und es auf die Hardware kopiert, die zwischen meinen Ohren sitzt. Keine Ahnung, warum Sie einen Roboter programmieren, der auf einem Vorkriegspolizisten basiert und nicht auf einem Mathe-Genie oder einem Genforscher. Aber hey, vielleicht hat das Institut mich deswegen auf den Müll geworfen, anstatt mich zu einem ihrer Kidnapper zu machen. Moment mal, der ursprüngliche Nick stammt aus meiner Zeit? Definitiv. Und deshalb war es, als ich endlich hier draußen war, ein echt unsanftes Erwachen. Ich weiß noch, wie ich in einem Müllhaufen zu mir kam. Mein Körper zerfetzt und mein Kopf voller Erinnerungen eines Mannes, der seit 200 Jahren tot war. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass das ein paar verwirrende Wochen waren. Damals wussten die Leute noch kaum etwas über Synths. Als ich schließlich Menschen begegnete, waren die meisten eher vorsichtig als feindselig. Aber die Kinder, die hatten keine Angst. Ich glaube, sein Name war Jim. Der erste, der mich nach meinem Exil aus dem Institut ansprach. Mein erster menschlicher Kontakt in dieser Welt. Hat mich eine Stunde lang ausgefragt. Als sie sahen, dass ich harmlos war, kam auch der Rest der Nachbarschaft, um sich den mechanischen Menschen anzusehen. Am Ende war es ein echt netter Abend. Der Mechaniker dort hat mir sogar eine kostenlose Inspektion verpasst. Diese Leute haben mich wie einen echten Menschen behandelt. Seitdem versuche ich, mich dafür zu revanchieren. Das findet man hier draußen nur recht selten. Mir ist aufgefallen, dass dir das am Herzen liegt. Mit ein Grund, warum ich noch immer hier bin. Wenn du gut zu Menschen bist, sind sie gut zu dir. Da glaube ich ganz fest. Ganz deiner Meinung. Nun, bevor ich dich jetzt komplett zu Tode langweile mit meinen Anekdoten, sollten wir lieber aufbrechen. Gut, damit hätten wir auch die... Was war denn das ja eigentlich? Fischfabrik erledigt. Und was machen wir als nächstes? Noch zwei Aufgaben offen von den alten Daten und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5 von den neuen. Aber ich kann ja mal gucken, ob Spolo verschwunden oder der Grashüpfer. Und das gucken wir uns mal an. Wo das denn ist. Okay. Da ist der vierte Briefkasten. Und da ist jeweils das Ding. Also reisen wir nochmal nach Diamond City und gucken da mal nach. Würde mich nämlich interessieren. Und da kann ich auch nebenbei gleich meine Rüstung reparieren. Also, wir sehen uns gleich in Diamond City. So, und wir kommen in Diamond City. Wie versprochen. Doch erstmal werde ich hier meine Rüstung. Man kann die Presse nicht. Ja. Nee. Aber hier kann ich. Boah, endlich raus da. Ah. Vollkommen im Eimer. So, jetzt mal gucken, ob ich das hier wieder reparieren kann. Ich habe nicht genügend Stahl, um hier irgendwas zu reparieren. Na, okay. Müssen wir den erstmal hier lassen. Nachts einkaufen? Kein Problem. Diamond City Circus hat rund um die Uhr geöffnet. Hier ist jedes nur denkbare Gut erhältlich, das Sie brauchen können. Wenn wir sich führen, kann es sich niemand vorstellen. Ja, ich schau mal, was du hast. Absolut alles. So, ich brauche eine Patrone, die bloß noch hatten, das für eine Patronenart 45er. Dankeschön. Die noch mit. Ich müsste aber noch 45er, müsste ich theoretisch noch, wenn ich mich nicht ganz irre, müsste ich die noch bei mir haben. Achso, okay.
alles haben. Die kriegst du nicht. Die hat eine 80. Das kannst du auch haben. Habe ich auch jede Menge auf dem Scheiß. Puh. Ja, nehmen. Und jetzt schuldet ihr mir noch ein bisschen was. Kann er haben. Kann er auch haben. Verbreitetes Wasser ist anscheinend nicht so wertvoll. Schrott. So, und das war's. Gut, ein gutes Leben. Ja. So, und hier muss jetzt irgendwo noch drauf sein. Ja, es stimmt. Ich habe letztes Jahr eine Kugel in den Hintern bekommen. Das ist eine lange Geschichte. Nee. Lokal, bitte. Hier oben ist noch ganz viele Häuser. Nein. Kommst du? Hoch über der Stadt. Bürgermeister ist nicht bereit, über diesen Sündunfug zu sprechen. Solange du also keine Baugenehmigung brauchst, kann ich dir nicht helfen. Arbeit? Ich suche Arbeit. Als Söldner? Meistens sind ein paar Kopfgelder ausgesetzt. Schau dir mal die Steckbriefe auf dem Markt an. Erzähl mir mehr über diese Genehmigung. Derzeit ist nur ein Haus verfügbar. Es befindet sich im Stadtzentrum, direkt neben dem Markt. Du kannst die Räume nach Belieben gestalten. Die erforderlichen Werkzeuge für die Herstellung der Einrichtung bekommst du kostenlos gestellt. Einzelheiten? Erzähl mir etwas mehr über dieses Haus. Der vorherige Besitzer hat ein angrenzendes Lagerhaus gekauft und ein paar Wände eingerissen. Es ist also größer als die meisten anderen Häuser. Und er hat sein ganzes Werkzeug zurückgelassen. Du hast also alles, was du brauchst, um die Inneneinrichtung nach deinen Wünschen zu gestalten. 2000 Kronkorken. Ich überlege es mir mal. Du hast alle Zeit der Welt. Naja, vielleicht hilft mir später. Genieße deinen Aufenthalt in Diamond City. Und jetzt, entschuldige mich. Bürgermeister McDonough? Ich habe zu viel zu tun, um jetzt zu reden. Ich bin schließlich der Bürgermeister. Officer? Mach keinen Blödsinn, wenn du in der Nähe des Bürgermeisters bist. Verstanden? Sieht geil aus, mit dem Flutlicht. Könnte ich hier mit dem Fahrstuhl runterfahren. Machen wir doch mal. Mal gucken, wo wir da landen. Aufzug. Mit Musik. Ja, Waffe erinnert mich ein bisschen an
Splinter Cell. Eine ganz schöne lange Fahrt, wa? Was ist mit dem Zeiger? Ich weiß nicht, ob du unglaublich schlecht oder spektakulär gut schießt. Hör auf jeden... Ach, das war der. Ich pack die mal weg. Kann nicht reden. Das untergräbt mein Image als harter Bulle. Danny. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich hab grad viel zu tun. Geh rein. Wir fahren wieder hoch. Ist immer noch besser als die Ladesequenzen. Aber mit ein bisschen musikalische Unterhaltung. Hallo, ich bin wieder oben. Nehme ich den Aufzug hier. Ich bin doch immer so nervös. So, okay. Hab das Interview mit dir gelesen. Das, was du da am Ende gesagt hast, dass man Hoffnung haben soll, sehe ich auch so. Schön. Überlege noch. Valentine und Wellingham ist wohl zu lang für die Schilder. Oh, mein Name muss nicht auf die Schilder. Aber allein die Vorstellung, zwei mechanische Spürhunde erobern das Commonwealth. Und mit Entschuldigung? Ich habe ja nichts dagegen, dass Fremde nach hier oben kommen. Ich denke drüber nach. Was ist jetzt mit dem Drink? Oder mal hier rein, wenn wir hier rein sollen. Niemand kannte Earl besser als die Leute hier. Ich erzähl gerade was. Also, ich bin gerade dabei, den Fluss zu überqueren, ja? Ich habe also nichts an. Da taucht plötzlich eins der gefährlichsten Seeungeheuer überhaupt auf. Ein Meyerlurk. Ein Meyerlurk? Ach komm, der rangiert doch auf einer Skala von 1 bis 10 bei 2 oder so, höchstens. Richtig tödlich sind. Vadim! Oh, ich hab ganz vergessen, dass du da bist, Jefim. Was gibt's? Weißt du was? Vergiss es. Ich kümmere mich selbst halt darum. Halt diesen Sündfreak auf Abstand. Verstanden? Oh Mann, selbst der Himmel ist nicht mehr sicher. Schau dir mal die Bar hier an. Luft? Dafür habe ich jemanden getötet. Nein, war nur Spaß. Nur Spaß. Ist allerdings wirklich tot. Okay, lass es mich wissen, wenn du bestellen willst. Earl Sterling hat hier gearbeitet, oder? Armer Earl. Einfach verschwunden. So ein guter Barkeeper. Ein guter Freund. Oh, aber er konnte nicht mit Frauen. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Gehörst du zu Detektei Valentine? Ich habe vergessen, Earls Schlüssel abzugeben, als ich euch beauftragt habe. Hier, ich hoffe, du findest raus, was passiert ist. Die Sicherheitsleute liegen mir deswegen schon in den Ohren. Naja, du siehst jedenfalls so aus, als könntest du einen Drink vertragen. Zeig mal, was du so hast. Mal gucken, was genau er hat. Genau das wollte ich hören.
So, aber hier waren noch mehr Leute, die mich interessieren. Entschuldigung. Nick? Oh, hey. Okay. Oh, ein Gast. Brauchst du ein Zimmer? Kanntest du Earl Sterling? Hat er. Ein alter Freund von einem meiner Brüder. Oh Mann, wie die zwei über Frauen hergezogen sind. Wenn du glaubst, Vadim ist laut. Earl war widerlich zu Frauen. Und ich habe ihn mehr als einmal gewarnt, die Hände von Kollegen und Kunden zu lassen. Aber mein Bruder hat ihn immer verteidigt. Ehrlich, irgendwie bin ich froh, dass er weg ist. Hat in einer Tour von seinem neuen Gesicht gefaselt, dass er sich im Mega-Surgery-Center zulegen wollte. Hoffnungslos. Ah, naja. Wolltest du ein Zimmer? Wie ist es so hier in dem Laden? Da gibt's nicht viel zu sagen. Wir bieten Essen, Drinks und Zimmer an. Hauptsächlich für Händler, die auf der Durchreise sind. Mein Bruder Vadim ist für die Bar zuständig. Scarlett ist unsere Kellnerin. Außerdem hilft sie mir, die Zimmer sauber zu machen, soweit das möglich ist. Nee, kein Interesse. Kein Interesse. Wie du meinst. Wie geht's denn so? So, wo war der andere Typ, mit dem der gesprochen hatte? Der konnte auch einquatschen. Lass stecken, Mann. Ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört. Miss? Hallo, du kannst Drinks und Essen entweder bei mir oder an der Bar bestellen. Hast du überhaupt mit Earl Sterling gearbeitet? Oh ja, man soll ja nicht schlecht von Vermissten reden, aber dieser Typ musste echt öfter an die frische Luft. Man sollte meinen, ein Barkeeper wäre nett zu einem, charmant, nicht so Earl. Er hat es so sehr versucht, viel zu sehr. Was wirklich traurig ist? Er dachte, es läge an seinem Aussehen. Wollte sich ein neues Gesicht im Mega-Surgery schnipseln lassen. Hätte auch nichts genutzt. Ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Wir haben eine Menge Drinks und Gerichte im Angebot. Ich brauche im Moment nichts. In Ordnung. Sag Bescheid, dann knack ich das Terminal für dich. Nein, brauchst du nicht. Na ja, gut, jetzt haben wir die Schlüssel, dann gehen wir mal dahin. Der vielen Gerüchte sehe ich die Wahrscheinlichkeit, dass das Institut ihn entführt hat, zwischen 0 und keinem Prozent. Denk mal darüber nach. Earl Sterling, Barkeeper-Hilfe. Kann ich nicht den Barkeeper selbst schnappen? War dem Zeug doch so ausgiebig, dass jegliches komische Verhalten keinerlei Aufmerksamkeit erregen würde. Hm. Ist nichts. Und Earl konnte null mit Menschen. Bringt dem Institut vielleicht ein paar Punkte in der Kategorie der Letzte, den man verdächtigen würde. Aber warum nicht jemanden mit Charme entführen? Jemanden, der dir geben kann, was du willst. Wenn viel los war, hast du bei Earl den ganzen Abend auf deinen Drink gewartet. Und was sagt uns das? Keine bekannten Feinde. Und rausgegangen ist er auch nicht. Also kommen weder Raider noch Mutanten in Frage. Nein, alles schreit nach Unfall. Was hat Earl nur getan, dass es so weit gekommen ist? Hallo? Hey, komm mal her. Ich hab hier was gefunden. Da. Eine Rechnung des Mega-Surgery-Center, hm? Was die lieben Ärzte wohl dazu sagen?
Schauen wir doch mal nach. Das muss ja gleich um die Ecke sein, glaube ich. Hey, ich glaube, die Bobroff-Brüder suchen nach dir. Die Bobroff-Brüder, wer ist denn das? Doktor? Das ist hoffentlich ein Notfall. Sagt dir diese Rechnung irgendwas? Darf ich mal sehen? Oh, das ist Dr. Crockers erbärmliche Handschrift. Earl Stirling scheint einer seiner Patienten gewesen zu sein. Das beschriebene Verfahren ist banal. Kosmetische Chirurgie ohne Risiko. Aber dazu ist es nie gekommen. Dr. Crocker hat gesagt, Earl wäre vorher verschwunden. Wie dem auch sei, kommen wir wieder zu deinem medizinischen Anliegen. Wo ist eigentlich Doc Crocker? Letztes Mal, als ich ihn sah, brauchte er etwas aus dem Chirurgiekeller. Wahrscheinlich musste er ja nur ein paar Nadeln abwaschen oder irgendwas umlagern. So, kommen wir wieder zu deinem medizinischen Anliegen. Kein Interesse. Gut. Da ist jede Menge Blut, das in den Chirurgiekeller führt. Ich muss irgendwie da runterkommen. Okay, dann machen wir hier mal schnell Saving. Beziehungsweise Stopp. Jetzt Moment, wir machen hier mal ein richtiges Saving. Und sind eigentlich schon, auch schon am Ende der Folge? Oder wollen wir vorher noch reingucken? Wollen wir das Rätsel schnell noch lösen? Wir lösen das Rätsel noch schnell. Ich bin auch gelacht. Ganz wie du willst. Jetzt hast du ein Problem. Okay, ich hätte es mir fast gedacht. Dann machen wir doch jetzt hier eine kleine Pause. Und schauen wir mal, wie wir das denn dahin bekommen, dass wir in den Keller kommen, ohne dass wir hier einen Krieg auslösen. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge dabei. Bis dahin, euer Huschel.